Ich habe ja auch sein Geschlechtserklärvideo mir reingezogen, habe das ja bei mir auf dem Kanal besprochen. Das ist so unterirdisch. Na, wie er anfängt erst mit biologischen Fakten und dann Sachen reinbringt, wie im Bereich der Sozialisierung, ob du jetzt Bock hast, mit einem Auto zu spielen oder ob du jetzt Bock hast, mit Puppen zu spielen, ob du jetzt eher wissenschaftlich begabt bist, ob du jetzt eher sozial begabt bist. Na? Und vermischt diese Sachen zusammen und sagt dann, ja, wenn du eins von diesen ganzen Sachen rausnimmst und dann behauptest, diese Person ist keine Frau mehr, dann ist das transfeindlich. So, das sind aber zwei grundlegende Sachen, die auseinandergezogen werden müssen. Das Soziale und das Biologische. Ja, und da hatte ich ja zum Schluss dieses Beispiel, Tessa Ganserer. Ist keine Sie, Frau. ja, Und Biolo. das kann ich dir auch ganz klar erklären. Und das würde ich auch einem Naitan so erklären. Bloß der ist halt kognitiv zu beschränkt, das zu verstehen. Eine Tessa Ganserer hat keine Geschlechtsdysphorie. Und die Geschlechtsdysphorie ist ausschlaggebend dafür, ob du trans bist oder nicht. Woher weißt du das denn? Weil ich trans bin und an Geschlechtsdysphorie leide und Nee, das aber bei dort. Tessa Ganserer meine ich jetzt. Hat er das gesagt oder hat sie das gesagt, dass er keine? Sie benutzt gerne ihr Genital mit ihrer Frau. Okay, dann hast du keine Geschlechtsdysphorie. Wahrscheinlich nicht, ne? Also Geschlechtsdysphorie impliziert ja, dass du jegliches männliches Attribut an dir jetzt als Transfrau ablehnst, es hast und es loswerden möchtest. Wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe, ne, und mein Genital benutze, was mehr als alles andere schreit, dass ich ein Mann bin, habe ich dann wirklich Geschlechtsdysphorie? Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Psychologe. Ich hatte mir grob angeguckt, das, weil ich dachte, dass dieses Thema kommt, weil ich diesen Streit, gibt es zwei Geschlechter, das erinnert mich an so, wie viele Engel passen auf einen Stecknadelkopf. An so eine Diskussion erinnert mich das. An eine, da steht jetzt eine biologische Definition, aber wir haben hier irgendwelche konstruktivistischen Theorien, die das dekonstruieren wollen, aber es ist dann nur so halb oder gar nicht schaffen. Und dann versuchen wir jetzt jeden moralisch abzuwerten, der halt an der alten biologischen Definition festhält. Also so wirkt das auf mich von außen. Nee, das ist genauso. Genauso ist das. Nimm mal als Beispiel Finessi. Finessi, die eigentlich selbst betroffen ist, die das ganze Thema durchgemacht hat, haut so eine Schwurbel-Scheiße raus, wie von wegen, ja, wenn du dich als Frau definierst, dann bist du Frau, egal welches Genital du untenrum hast. Dann ist auch, bist du auch untenrum eine Frau. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Bloß um irgendwelche Leute zu unterstützen, die diese ganze Trans-Thematik nur aus monetären Gründen ausnutzen, um sich selbst Reichweite zu verschaffen, um noch mehr Leute in die Verwirrung zu stürzen, denen noch mehr Unsinn zu erzählen, um daraus wiederum Geld zu scheffeln. Ne? Anstatt wirklich über das Thema aufzuklären, was die Probleme sind, was die Gründe sind dafür, dass du eine Transition eingehst, welche Risiken durch die Behandlung stattfinden können. Ne, darüber wird halt nicht aufgeklärt. Und das ist das große Problem und das ist das, was mich ankotzt und warum ich dann auch, wenn ich online gehe, meistens gerne über diese Pseudo-Wokis rede. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so in dem Thema drin, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Bei Gott, jetzt ich bin durch die Debatte und die Reaktion heute auf Wagenknecht ein bisschen, deswegen reagiere ich auch normalerweise nicht so lang. Ja, aber beispielsweise bei Finessi. Da war ich letztens bei ihrem Chat, nachdem ich sie geradet hatte. Und sie da. Ich hab's mitbekommen. Na, Das ist es ist auf lustig. jeden Fall zum Schluss darauf hinausgelaufen, dass sie rausgefunden hat, dass ich Wagenknecht gut finde. Und dann gemeint, ach, die ist total trans- und ausländerfeindlich. So, wo Ey, denn? das ist völliger Schwachsinn. Das ist genauso wie einer J.K. Rowling vorzuwerfen, dass sie transfeindlich ist. Das ist Quatsch. Aber was gerne vorgeworfen wird an der J.K. Rowling, ist halt, dass sie sagt, ich unterstütze ein Frauenhaus, welches dazu da ist, Frauen aufzunehmen, biologische Frauen, um vor Männern zu schützen. Was ist jetzt, wenn dort sich eine Transfrau reinschummeln will, oder sagen wir mal Transfrau, ne, die ihr Genital hat und nur um da reinzukommen und frauennäher da zu sein? Diese Menschen gibt es leider. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, auf welchen Punkt ich vorhin raus wollte. Aber da sagen diese Aktivisten ja, das sind irrelevante Fälle, die kommen schon nicht vor. Ja, und das ist das Problem. Die Fälle sind nicht irrelevant. Ich habe ja mit Amaya versucht, auch so ein Gespräch zu führen. Und da wurde mir dann vorgeworfen,
Ja, das ist alles nur anekdotische Evidenz. Das ist, da gibt es keine wissenschaftlichen Fakten für und dergleichen. Ist ja klar, weil sich ja auch so viele Männer freiwillig dazu outen, nur kleine Creeps und Perverse zu sein, um das Trans-Thema auszunutzen, um Frauen näher zu kommen. Ja, weil da ja so viele Männer existieren, die genau dazu stehen würden. Ich hatte jüngst von einem Fall mitbekommen, wo in Deutschland jemand ins Gefängnis gekommen war, dann also ins Frauengefängnis als Transfrau. Der hatte auch sein männliches Geschlechtsteil noch und der hat dann wohl Geschlechtsverkehr mit Frauen gehabt, die sexuell belästigt und danach ist er ins Männergefängnis gekommen. Das weiß ich gerade nicht. Ich kenne das nur aus Fällen in Amerika, wo sogar noch die betroffenen Frauen schwanger geworden sind. Wie gesagt, ich hatte letztens von so einem, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich glaube, das war sogar in Deutschland. Der war relativ jung, da hatte ich diese Woche sogar einen Podcast, so einen Nachrichtenpodcast, wo das drin vorkam. Naja, auf jeden Fall, das läuft doch darauf hinaus, dass jeder jetzt sagt, ich bin eine Frau. Egal, wie ernst er es meint, dann musst du das anerkennen und dann bist du dann auch eine Frau. Das heißt, ein Bijan Tavazoli, der wäre letztes Jahr dann eine Frau gewesen, nach der Logik. Ja, genau das ist der springende Punkt. Das ist ja das, warum es auch so einen riesengroßen Shitstorm gegenüber Bijan gab. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, nein, Bijan hat sich dafür nicht wirklich entschuldigt. Der hat einfach nur eine Kehrtwende gemacht, weil er mitbekommen hat, dass er von den wirklich betroffenen Transfrauen einen riesengroßen Shitstorm bekommen hat. Ja, ich weiß nicht, ob er sich nur über diese Leute lustig machen wollte. Kann ich persönlich verstehen. Das Problem ist bloß, dass wenn du dich auf die Art und Weise über solche Leute lustig machst, du denen immer nur Munition gibst, um gegen dich zu feuern. Ja, aber das funktioniert nicht. Den Punkt von Bijan, den habe ich ja verstanden. Also das, was du gerade schon gesagt hattest, dass man einfach sagen kann, ich bin eine Frau und woher sollst du dann wissen, wer beispielsweise trollt? Also wer es definitiv nicht ernst meint. Also wenn er sich einen Bart wachsen lässt und dann sagt, ich habe einen weiblichen Penis und dann irgend so quasi ironisch irgendwelche Sachen von Judith Butler, mit der er sich ja auch persönlich verkauft hat oder vorträgt. Das ist dann nicht ganz, kannst du annehmen, aber er wollte ja diese Annahme quasi damit kritisieren. Also das war ja ziemlich offensichtlich. Ja, aber das war halt der falsche Weg, weil er im Prinzip den wirklich Betroffenen, die darunter ja auch leiden durch die Art und Weise, wie der Wokismus das Transsein darstellt, ne, damit mehr geschadet hat, als denen zu helfen. Das ist ja das Problem. Er hat ja da nicht irgendwie differenziert, dass es die Menschen gibt, die ja wirklich die Geschlechtsdysphorie haben, dass man diesen Menschen helfen muss, ne? Sondern es hat halt nur dieses große Trans-Thematik der Wokeness aufgegriffen und da gesagt, ja, hier kann sich ja jeder x-beliebige als Trans outen und wenn du das machst, dann bist du halt vollwertig biologisch Mann oder Frau und kannst dann dementsprechend als Frau eine andere Frau schwängern, beziehungsweise als Frau einen Mann schwängern und der Mann kann dann durch dich schwanger werden. Ja, und das geht dann halt absolut ins Absurde. Ja, und Bijan, der hat, ja genau, der wollte sich ja darüber lustig machen und der hat ja auch Freud und Judith Butler zitiert. Ich meine, Judith Butlers Ziel ist es ja, Geschlecht als soziale Kategorie komplett zu dekonstruieren, also Geschlecht komplett irrelevant zu machen, das gibt's quasi nicht mehr. Das ist nur ein Unterdrückungsinstrument des Patriarchats. Das ganze Ding, das basiert ja alles auf der Theorie von John Money. Ja, das habe ich ja auch angesprochen gehabt bei Amaya, wo sie ja mir komplett widersprochen hat. Nein, John Money ging es da nicht darum, um zu beweisen, dass der Mensch geschlechtslos ist. John Money ging es darum, um zu beweisen, dass ein Geschlecht vorgeschrieben ist. Ne? Will mir aber erklären, dass deine Prägung des Hirnes, ob du Mann oder Frau bist, innerhalb der ersten sechs Schwangerschaftswochen passieren. Kann nicht. Ne, jeder, der sich ein bisschen mit Biologie, mit Vermehrung und Fortpflanzung beschäftigt hat, weiß, dass eine männliche Zygote, also eine XY-Zygote und eine XX-Zygote, also eine weibliche Zygote, sich bis zur sechsten Schwangerschaftswoche komplett identisch entwickeln. Ne? So, und ab der sechsten Schwangerschaftswoche wird dann dieses Y-Gen aktiviert, wodurch dann der Testosteronausschub erhöht wird. Und der aktive Vermännlichungsprozess der Zygote stattfindet. Ne? Und in dem Bereich kann zum Beispiel bei einer Transfrau passieren, dass halt die Vermännlichung des Hirnes nicht stattfindet, du dadurch keine Testosteronabhängigkeit im Gehirn bekommst und deshalb dann mit, wenn du dann geboren bist und dann in die Geschlechtsreife kommst, dass da sich dann halt dein Gehirn gegen dein Geschlecht stellt. Was dann halt dafür sorgt, dass du schwere Depressionen bekommst und dergleichen. Ne? Und ja, das ist halt biologisch bewiesen und Biologen sagen sogar, die warnen sogar, wir müssen solche betroffenen Menschen ernst nehmen und uns um die kümmern. Also das ist jetzt Geschlechtsdysphorie.
Das ist Geschlechtsdysphorie. Ne? Und man muss natürlich auch klarstellen, dass da ja eine Frau genauso Testosteron produziert wie ein Mann, plus nicht in der gleichen Menge, kann dieser Prozess im Gehirn genauso bei einer Frau stattfinden. Wenn da jetzt dieser Entwicklungsfehler vorliegt, ne? Und das Hirn jetzt doch eine Testosteronabhängigkeit bekommt, ne? Dann ist klar, dass die Frau während der Geschlechtsreife auch mitkriegt, da ist was falsch an mir und dann halt sich die Geschlechtsdysphorie ausprägt. Ne? Das kann in beiden Fällen passieren und das wissen Biologen, das wissen Mediziner und deshalb nehmen die das ernst. Wie häufig kommt das denn ungefähr vor? Ja, die Häufigkeit kann ich dir nicht sagen. Das ist halt ein Entwicklungsfehler. Das ist halt, der Entwicklungsfehler ist relativ kleiner als bei direkt den Intersexuellen, so wie wir sie bezeichnen. In der Biologie werden sogar alle Menschen, die diesen Entwicklungsfehler haben, ne, im Prinzip, wo irgendwelche Eigenarten an ihrem Körper sind, die sich jetzt halt nicht entsprechend ihres Geschlechtes entwickelt haben, eigentlich als Intersex-Person bezeichnet. Das ist ja der Witz an der Sache. Bereits schon, wenn deine Hirnstruktur anders ist durch die Geschlechtsdysphorie, wirst du laut der Biologie schon als Intersex-Person bezeichnet. Weil in der Biologie gibt es Mann, gibt es Frau und Intersex-Person. Also die Personen, die halt nicht dem eigentlichen Geschlecht zuzuordnen sind durch irgendeine Entwicklungsstörung, die stattfindet. So, die Entwicklungsstörung kann halt von ganz kleinen, sozusagen, dass es sich nur aufs Hirn bezieht, stattfinden, bis hin so, dass auch mehrere Sachen ausgeprägt werden, also weibliche und männliche Geschlechtsorgane in unterschiedlicher Art und Weise. Na? Wie gesagt, ich hatte mich über dieses Thema wie gesagt schon ein bisschen informiert, weil ich schon vermutet hatte, dass das drankommen würde. Da war ich auf so Zahlen, wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich kann mich auch irren, so bei, wo ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Das war so wirklich im 1 zu mehreren Zehntausender Bereich. Ja, es gibt nicht viele Transpersonen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Es gibt nicht viele. So, und die Behauptung aufzustellen, dass jetzt durch die gegebene Reichweite, die gegebene Sichtbarkeit, jetzt auf einmal so viele Leute ans Licht gekommen sind, die jetzt doch trans sind. Das ist Quatsch, das hat damit rein gar nichts zu tun. Ne? Weiß natürlich, man das oder ist das oder braucht man da mehr Forschung? Ich würde mir da mehr Forschung wünschen, um da wirklich auszukristallisieren, wer von den Leuten da wirklich Geschlechtsdysphorie hat. Ne? Um einfach das klarzustellen, dass es halt nicht so ist. Aber das Problem ist ja an der Sache, dass die Wokies Biologie, Wissenschaft und Forschung, die wirklich explizit darauf sind, ablehnen. Die wollen das nicht. Ne, weil das beweisen würde, dass diese Transpersonen, die halt drüber sprechen, die halt genau das sagen, dass das den Leuten dann widerspricht. Also mir zuspricht und den Wokies widerspricht. Ich glaube, ja. Wir kommen nochmal auf diese Ideologie zu sprechen. Du hast eben John Money erwähnt. Wer war das denn? John Money war ein, jetzt lass mich lügen, Sexualtherapeut, Forscher oder... Er war Mitarbeiter beim Kinsey-Institut. Also das kann ich, glaube ich, sagen. Alfred Kinsey hat in den USA ein Institut gegründet. Das wollte zuerst nur beweisen, dass Kinder von Geburt an sexuelle Wesen seien. Wurden auch ziemlich komische Versuche durchgeführt. Ja, und Money war dann im weiteren Verlauf ein Mitarbeiter an diesem Institut. Diese Forschung von Kinsey, die wurde anfangs von der Rockefeller Foundation finanziert. Genau. Also das ist das Fahrwasser, wo wir uns da bewegen. So, und das Ding ist halt, dass John Money beweisen wollte, dass halt die Kinder nicht nur sexuelle Wesen sind, sondern da ging es eher bei der Forschung darum, zu beweisen, dass ein Kind kein vorgeschriebenes Geschlecht hat. Ne? Durch Zufall ist er an ein Zwillingspärchen, also Zwillingskinder rangekommen, wo bei dem einen Kind versehentlich die Beschneidung fehlgeliefen ist. Wo ich mich frage, wenn ich jetzt zwei Kinder habe und zwei Kinder beschneide, wieso klappt das bei dem anderen und bei dem einen nicht? Warum ist da seltsamerweise passiert? Egal. Es sind halt nur Fragen, die ich mir dann stelle. Wo dann das Kind, was bei der Beschneidung einen Fehler, also wo ein Fehler passiert ist, das wurde dann halt, hat eine Neovagina damals bekommen, ne, so auf den damaligen Stand, und wurde dann versucht, als Mädchen großzuziehen. Ne, und das Mädchen ist halt groß geworden und während der Geschlechtsreife hat dann das Mädchen gesagt, nein, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge. Wurde daraufhin noch versucht zu therapieren und dergleichen. Schlussendlich, ganz zum Schluss, ist das Experiment so geendet, dass das der die Person sich selbst das Leben genommen hat.
Ja, ja, aber ja. Also das Mädchen, das muss man, glaube ich, dazu sagen, das wusste nicht, dass es kein Mädchen war, sondern seine Mutter hat ihm das erst erzählt, als es in der Pubertät dann Depressionen bekam und nicht wusste, was mit ihm los war. Genau. Und danach hat das ja ziemlich schnell dann die Detransition begonnen und dann im Erwachsenenalter hat er sich schließlich irgendwann umgebracht. Und ja, das Geschwisterkind auch, also das, was eigentlich normal, also Anführungszeichen normal, großgezogen wurde. Ich wollte mich jetzt eigentlich mehr so auf den eigentlichen Fall beziehen, diese eigentliche Person, weil das ist halt das Wichtige, ne? Ihr wurde von klein auf gesagt, halt, du bist Mädchen, dann wurde halt versucht mit Gegengeschlecht, mit der Hormontherapie noch einzusteuern und zu zeigen, ohne dass sie es wusste, halt, dass sie Mädchen ist, wurde ihr von John Money bei regelmäßigen Sitzungen gesagt, sie sei ein Mädchen, ne? Aber es hat im Endeffekt nicht bewiesen, dass ein Kind geschlechtslos ist, wie es dann Johnny Money behauptet hat und wie es eine Judith Butler aufgegriffen hat. Das ist ja der Witzige, weil diese ganze geschlechtslose identitäre Politik basiert auf den beiden, ne? Auf John Money und Judith Butler, ne? Die das gesamte Geschlechtersystem aufbrechen und zerstören wollen. So, und dummerweise hat dann schlussendlich halt dieses Mädchen, diese Person, dieser Junge im Endeffekt, wie es original war, sich selbst das Leben genommen. Weil sie halt mit dem Leidensdruck nicht klarkam. Der John Money hat im Prinzip bewiesen, dass künstlich eine Geschlechtsdysphorie geschaffen werden kann. Weil das, was das Mädchen erlebt hat, war der Inbegriff der Geschlechtsdysphorie. Na, das wurde auch halt von ernsthaften Biologen als Beispiel dann mit Trans genommen, um zu sagen, das war eine ekelhafte Aktion, aber es hat uns halt unter anderem bewiesen, dass es Geschlechtsdysphorie existiert. Aber John Money hat seinen eigenen Versuch ja anders interpretiert. Er hat ja gesagt, er hat wohl den Einfluss des körperlich produzierten Testosterons unterschätzt und deswegen zum Einsatz von Hormonblockern geraten. Ja, es lief ja trotzdem darauf hinaus, dass das Kind ja nur durch äußere Einflüsse zur Frau gemacht werden kann. Dass es da keine innerlichen Strukturen gibt, die dir vorschreiben, ob du Mann oder Frau bist. Ja, und in dem Fall geht es ja um das Hirn. Ja, wenn das Hirn halt diesen Entwicklungsfehler nicht aufweist, ne, und dann halt du einen männlichen Körper zur Frau machst, ist das Hirn halt vermännlicht. Und das sagt dann halt in der Pubertät, also in der Geschlechtsreife dann, das ist alles falsch. Ne? Ja, aber wie gesagt, John Mannys Schlussfolgerung war ja dann zu sagen, wir hätten früher Hormonblocker einsetzen müssen. Ja, was bringt der frühere Hormonblocker, wenn du das Hauptorgan bereits schon entfernt hattest, was für die Testosteronerzeugung weg war? Das ist halt Quatsch. Eine Frau hat auch in ihrem Körper Testosteron. Also das war einfach nur ein Argument, um zu versuchen, da sein eigenes Experiment gut zu beheißen und seine Erkenntnisse für sich als richtig dastehen zu lassen. Ja. Wie gesagt, das ist ein Fall, auf den stößt man immer wieder. Ging es wirklich damit los oder gab es schon vorher Ideen, die in so eine ähnliche Richtung gingen? Da gibt es viele, viele. Also ich kenne jetzt keine einzelnen Namen, aber es gibt ja viele, die aus Richtung Amerika kamen, die auch gerne so propagiert haben, dass Kinder halt sexuelle Wesen sind und dass ja man auch mit denen Sex haben sollte, dass diese pädophilen Gedanken und dergleichen. Und die sind ja leider selbst heutzutage noch weit verbreitet. Der letzte große bekannte Fall, wo jemand versucht hat, öffentlich öffentlich was zu tun, war die Thematik mit dem LGBTQ-Kindergarten in Berlin, wo halt der eine Vorstand oder das eine Vorstandsmitglied halt das Buch Die Liebe zum Kind geschrieben hat, wo er direkt über die Pädophilie und dergleichen schreibt, der dann auch später aus dem gesamten Kindergarten ausgeschlossen wurde, wahrscheinlich wegen dem Shitstorm, was dabei aufgekommen ist. Ich sehe das, ich selbst als Transperson sehe das sehr, sehr kritisch, Kinder in einem frühen Alter zu sexualisieren, denen Sachen beizubringen, die gar nicht verstehen können. Wenn meine, jetzt als Beispiel, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, hier, da küssen sich zwei Männer, da sage ich, ja, das ist normal, die haben sich lieb, deshalb küssen die sich. Ja, das Gleiche ist, wenn die jetzt zwei Mädchen sieht oder dergleichen, oder sie fragt, hier, wie schaut denn das aus, warum will denn der Junge Mädchen sein? Ne? Dann versuche ich das halt kindgerecht der Kleinen zu erklären,
Ja, da ist halt was im Kopf anders als bei dir oder bei anderen Leuten. Ne? Und da gibt es halt ein großes Problem. Das Mädchen hat ganz, ganz schwere Probleme damit, ganz, ganz große emotionale Probleme. Und deshalb versucht das Mädchen, die Probleme zu lösen, um damit dann glücklich zu werden. Ich versuche das halt kindgerecht zu erklären. Meine Tochter ist jetzt mittlerweile 11 Jahre. Sie versteht immer mehr, dass das Ding ist bloß, du musst es trotzdem versuchen, in einer kindgerechten Sprache dem Kind zu erklären, dass es halt nicht überfordert ist. Ne, so eine, genauso wie die ganze Thematik, was Pronomen angeht. Ne? Das ist ja auch so ein vorgehaltenes Argument von den Wokies, dass wenn du dich nicht mit den Pronomen auseinandersetzt, dass du transfeindlich bist. Das ist völliger Schwachsinn. Wann brauchen wir Pronomen? Wir brauchen Pronomen, wenn wir über irgendjemanden reden, der nicht da ist. Ne, oder allgemein über jemanden reden. Ja, und ihn nicht direkt ansprechen. Wenn ich in ein Gespräch mit jemandem gehe, dann spreche ich ihn doch direkt an, oder nicht? Ja, dann sag ich du. Ja, zum Beispiel. Ja, oder du kennst einen Namen, dann nennst du ihn halt beim Namen. Ja, und das ist halt so der springende Punkt, den diese Menschen halt nicht einsehen wollen. Pronomen sind vollkommen scheißegal. Mir kann das doch vollkommen egal sein, wie irgendwie eine Hanswurst hinter meinem Rücken über mich redet. Was soll mich das interessieren? Ne, wer sich über so einen Kinderkram aufregt, hat es denn nicht mal im Kopf? Ja, das hat Neitan ja auch gesagt in unserem Gespräch. Also, was würdest du sagen, wenn ich dich Friederik nenne? Finde ich besser, als wenn du mich Rechtspopulist nennst. Also. Ich hatte dir vor uns reingeschrieben, wo es halt um Kuchen-TV ging, weil er ja nicht über Kuchen reden wollte. Hättest du mal fragen müssen, warum ich bei ihm gebannt bin als Transfrau, die seiner Meinung widerspricht. Das stimmt, das hätte ich, also nach einzelnen Leuten, die im Chat, obwohl, kann ja sein, dass du nervig gewesen bist. Ich banne auch Leute, die... Ich war noch nie bei Neitan auf dem Kanal. Okay, ist eine Leistung dann. Aber pass auf, ich habe Neitans Kanal durch Imp kennengelernt. Ich war bei Imp beim Gespräch. Wir haben da einen ganz angenehmen Talk miteinander gehabt und da sind wir mal so durchgegangen, wo wir überall gebannt sind. Und da haben wir mal durchgeguckt und da hat Imp Neitan erwähnt. Ich habe Neitan angegeben, direkt gebannt gewesen schon, ohne dass ich jemals bei dem auf dem Kanal war. Ich kannte den Vogel noch nicht mal. Es ist genauso wie, ich bin auch bei einem Harkon gebannt. Ich wollte mir schon mal die Zeit nehmen und einfach mal komplett Twitch durchgehen und mir notieren, wo ich überall gebannt bin. Ja, das ist spannend. Also ich wollte ja, wie gesagt, andere Fälle, das mit Outlaw, der misgendert wurde. Nee, Panda hat da misgendert. Weil das sind ja, das waren ja, als ich mit denen gesprochen habe, 2 Männer, eine Frau. Und ja, das habe ich dann noch spaßeshalber kurz reingebracht, aber wollte ja jetzt hier kein moralisches Gericht über Neitan bringen, sondern ich wollte einfach fragen, wie seine Meinung zu Cancel Culture ist. Wenn wir denn den wichtigsten Fall hier auf Twitch haben, der überall groß diskutiert wurde. Ja. Darüber rede ich nicht. Dann wird mein Kanal gesperrt. Und da wollte ich gerade im Prinzip mit dem Beispiel mit mir drauf hinaus. Wenn du halt Beispiele hast, die dir komplett widersprechen und die dich argumentativ zerlegen, wie jetzt zum Beispiel ich in Bezug auf die ganze Trans-Thematik, wo ich dann halt klar sage, wir müssen Biologie und soziales Geschlecht voneinander trennen, das hat beide gar nichts miteinander zu tun. Es ist wichtig, eine Transfrau auch als Transfrau anzusprechen, wenn du ihr gegenüber sprichst, sitzt. Ne? Heißt auch nicht, dass du biologisch eine Frau bist. Da stehe ich ja als eigenes Beispiel davor und sage, nein, es ist nicht so. Ne? Und solche Leute, die du halt argumentativ nicht auseinandernehmen kannst, die du halt nicht zerstören kannst damit, mit diesem Scheiß, wo du dich selbst lächerlich machen würdest, die werden halt konsequent aus dem Diskurs rausgenommen, mundtot gemacht und gestummt. Deshalb werden Personen wie ich gar nicht erst angesprochen. Als Beispiel, die gute Lucy, wo Neitan und Seth sich so zerfetzt haben. Rat mal, von wem Lucy ihre Informationen über das Transsein hat. Von dir? Genau so ist es. Ich habe mit ihr, ich kenne sie seit knapp angefangen, seitdem sie auf Twitch angefangen hat. Ich habe sie durch Zufall gesehen, bin dann reingekommen, habe dann mit ihr so ein paar Gespräche geführt, auch privat. Ne? Und habe ihr so einiges erklärt, was Trans angeht. Ne? Weil sie hat es halt interessiert. So, jetzt ist das natürlich nicht toll, wenn jetzt die Person einen medizinischen Hintergrund hat, mit einer Trans-Person redet und die beide auf einen Nenner kommen. Das ist natürlich scheiße. Ne? Deshalb kann man zum Beispiel gegen mich nicht schießen, weil ich könnte mich ja auf Twitch direkt wehren. Eine Lucy als Transfeind zu bezeichnen, das geht ganz einfach, das geht ganz schnell.
Ne, weil es gibt ja viele böse, misogyne Frauen, die ja Transfeinde sind, nennen sich ja TERF. Ne, das Feindbild haben sie reingebracht. Mittlerweile bin ich ja auch ein rechter Token, weil ich ja rechte Talking Points für rechte Talking Points hergezogen werde. Ne, das ist genauso wie eine Persia X eine ganz böse rechter Token ist und dergleichen. Ne? Und auch über Persia X wird nur deshalb geschrieben, weil Persia X auf geredet, weil Persia X halt nicht auf Twitch ist. Ne, die kann sich halt nicht wehren. Und das ist der springende Punkt. Du greifst nur Leute an, die sich nicht wehren können. Und dadurch fühlen sie sich dann stark. Würdest du in einen Talk mit Neitern oder einem aus dieser Bubble gehen? Ich war mit Amaya im Talk. Natürlich würde ich mit jemand von denen in den Talk reingehen. Aber ich bettel garantiert nicht bei denen nach dem Gespräch. Also so viel Würde habe ich, dass ich sage, ich bettel nicht bei diesen Idioten, die so viel Scheiß erzählen, nach dem Gespräch. Was heißt betteln? Also das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, wie ich Neitern ein Gespräch angeboten habe. Ich habe ihn zuerst... Das bezog sich jetzt nicht auf dich. Nee, das war nämlich lustig. Das war, kein Betteln. Also ich habe öffentlich auf Twitter gefragt, weil mir schon klar war, dass Neitern auf ein Gesprächsangebot nicht antworten wird wie ein normaler Mensch. Dachte ich, okay, das mache ich mal nicht privat, das mache ich jetzt mal öffentlich. Habe ich gefragt, hey Neitern, hast du Lust auf ein Gespräch? Dann hat er darauf 2 Tage nicht geantwortet, war auch auf Twitter. Vielleicht hat er es nicht gesehen, habe ich gedacht, schreibe ich es in seinem Chat. Hey Neitern, hast du Lust auf ein Gespräch? Hat Tilted Flosse versucht, mich in die Nähe der AfD zu rücken, ist genau das Gleiche zu machen, was Neitern eben im Gespräch gemacht hat. Ja, aber du bist ein bisschen Kacknazi. weil ich bezüglich Höcke seine strategische Haltung in seiner eigenen Partei bewertet habe. Ja, das ist halt so eine Sache, die Leute nicht verstehen. Das ist genauso, wie sie nicht verstehen, dass wenn du eine AfD, egal wie welche Personen da drin sind, und da gibt es ein paar sehr schwierige Personen, die in der AfD drin sind. Wenn du die AfD nur aufgrund dieser Personen anfängst zu verbieten, dann schaffst du dort eine Möglichkeit, um jegliche Meinung zu verbieten, die nicht dem Diskurs, also dem Mainstream entspricht. Ne, diese gigantische politische Auswirkung, die das Ganze haben kann, die Weitsicht haben diese Menschen nicht. Und das ist das Traurige. Nee, aber das meinte ich gar nicht. Also ich habe ja im Bezug strategisch klug nicht gemeint, ich finde Höcke aus meiner Sicht das, was ich will, das verwirklicht er. Nein, ich habe gemeint, aus seiner eigenen ideologischen Sicht, aus Höckes eigener ideologischer Sicht, wie auch immer man die finden mag, wird er strategisch klug. Das meinte ich damit. Es ist so, wenn ich sage, irgendein verrückter Diktator von mir aus, der agiert gerade strategisch klug, dann heißt das nicht, dass ich diesen verrückten Diktator mag, sondern dass ich jetzt sehe, dass er seine Ziele, so wie er sie sich gesetzt hat, umsetzt. Also wenn er diesen Leuten Machiavelli zum Lesen geben würde, die würden, glaube ich, einen halben Herzinfarkt kriegen. Also das habe ich schon verstanden. Mir ging es halt bloß darum, dass diese Menschen ja dann, bloß weil da Personen drin sind, die sie jetzt als explizit böse definieren, ne, dass sie dann halt eine gesamtdemokratische Partei verbieten wollen und halt selber nicht die Weitsicht hat, was das für Konsequenzen haben könnte. Ne, darauf wollte ich hinaus. Ne, dass die allgemein Politik scheinbar nicht verstehen. Brauchen wir doch nicht drüber reden. Ein Karl, der sich selber lustig macht, indem er sagt, er wäre für den Kampf gegen rechts geboren, 10 Minuten früher aber noch sagt, dass er so privilegiert genug war, um nach Irland zu fliehen. Ne? Oder Aufruf zum Wahlbetrug, ne? weil das ja ein sehr demokratischer Weg ist. Ne? Oder sind wir gar nicht mehr gekommen. Ja, es ist, nee, Neitern hat sich ja nie dafür ausgesprochen, dass jemand gecancelt wird. Also er hat ja nie gesagt, ja, finde ich jetzt gut, dass der nicht streamen darf. Bei Outlaw, da habe ich auch gefragt, sollte man nicht mit dem reden? Und er so, ja, natürlich sollte man mit dem reden, aber man sollte ihm widersprechen, habe ich andauernd. Ich habe halt nur nicht bei den Punkten widersprochen, wo du halt auf irgendwelche komischen Opfergruppen zu instrumentalisieren versuchst. Also jetzt vor allem Frauen, denn Outlaw ist für konservative Frauenrollen. Das ist natürlich faschistisch, wie wir eben gelernt haben. Ja, stell dir vor, viele Transpersonen sind sogar für klassische Frauenrollen, weil um die Geschlechtsdysphorie zu bekämpfen, versuchst du halt ja nicht nur deinen Körper abzuändern, sodass du damit selber klarkommst und die Dysphorie zu bekämpfen, sondern du versuchst auch halt dieses feminine Bild darzustellen. Ne? Ja. Jetzt mal kurz. Vielen Dank, Mr. Nice Guy, dass du mich geradet hast. Kannst ruhig weiterreden jetzt. Ja, nee, das war schon im Prinzip. Achso, wollte ich nur mal kurz einwerfen, bevor ich das jetzt vergesse. Okay. Wollte jetzt nicht so unhöflich sein, mich für den Raid nicht zu bedanken. Bedanken für den Raid ist richtig und wichtig.
Ja. Deshalb mache ich auch ganz, bin ich auch immer ganz böse bei mir zu meinem Chat, weil wir machen uns ja allgemein über das ganze, dieses ganze Schneeflockengarten der Wookies lustig. Und bei mir im Chat ist das so zum Beispiel, ich nenne bei meinen Chats immer miese Schweine, alles Arschlöcher, es sind meine Trottel, ne, und dergleichen. Das ist so ein scherzhaftes Hin und Her. Ne? Ich beleidige die, die beleidigen mich, wir lachen alle drüber und haben unseren Spaß, ne? Weil wir das ganze Twitch-Universum, so wie es ist, besonders so wie die Wookies rüberkommen, einfach nicht ernst nehmen. Deshalb lache ich darüber, wenn mich jemand als rechter Token oder dergleichen bezeichnet. Oder wenn mich eine Lilly schaut, die keinerlei Ahnung von Kindern hat, als schlechte Mutter bezeichnet, wo ich bloß, weil ich sage, dass meine Tochter so lange wie möglich Kind bleiben soll. Das ist schon krass, dass sie da aufs Privatleben geht. Ja, sie hat halt ihren Monolog gehalten, von wegen, ja, du musst Kinder ganz früh aufklären, sexualisieren, damit die alle unbedingt wissen, was schwul, lesbisch, trans und was weiß ich nicht ist. Und da sage ich, nein, musst du nicht. Ein Kind kommt an, wenn es eine Frage hat. Und dann versuchst du dem Kind die Frage ganz einfach zu erklären, dass das Kind es versteht. Vor allem in der Grundschule, da lernen Kinder das ja eh standardmäßig in der vierten Klasse. Bei uns ich glaube nochmal, also vierte und fünfte Klasse, je nachdem, wo du bist. Bei uns ist es, glaube ich, fünfte, sechste Klasse. In Biologie kommt das vor. Wir hatten es schon in der vierten, also ist ja dann egahl. Ja, ein Jahr kommt jetzt, glaube ich, nicht an. Nee, das ist auch vollkommen Wurst. Nein. Ja, aber das Problem ist halt, dass diese Wokies, dass die halt absolut nicht diskursfähig sind. Die können keine gegenteilige Meinung ab. Die verstehen ja auch nicht, was eigentlich der eigentliche Diskurs ist, ne? Dass wir uns unterhalten, um uns beide weiterzuentwickeln. Beide was aus dem Gespräch mitzunehmen. Ja, oder halt um Argumente auszutauschen, damit die Zuschauer entscheiden können, was sie, also es gibt ja wirklich Leute, wenn ich mit denen diskutiere, vor allem bei Themen, wo ich eine sehr gefestigte Meinung habe, dass ich wahrscheinlich nicht von denen überzeugt werde. Also ja, wenn jetzt das ist ja per se gar nicht das Problem. Du gehst doch trotzdem nicht in erster Linie dort rein, um zu gewinnen, sondern es einen Meinungsaustausch stattfinden zu lassen. Und sollten da valide Punkte sein, die dich dann überzeugen, nimmst du dir das an? Wie gesagt, kommt aufs Thema an bei mir. Also das kommt wirklich aufs Thema an. Also wie gesagt, bei diesem Trans-Thema, wenn Naltan da jetzt gesagt hatte, nein, das ist, ich habe hier die neueste biologische Erkenntnis, alles, was man die letzten 5000 Jahre immer geglaubt hat, ist komplett falsch. Ich kann das hier gut herleiten. Okay, aber zu sagen, alles, was jetzt meiner Ideologie widerspricht, ich meine, mit den Grundzügen hatte ich mich auseinandergesetzt, das ist einfach transfeindlich und damit ist die Diskussion zu Ende. Das ist kein Argument. Ja, das ist richtig. Das ist eine moralische Abwertung. Genau das war ja mein Kritikpunkt, dass die Wookies diese Welt in Gut und Böse teilen und jeder, der böse ist, der darf gecancelt werden, dem darf man beispielsweise die Grundrechte entziehen, wie bei Höcke. Also da habe ich ja gesagt, ey, nein, ein demokratischer Rechtsstaat darf Leuten nicht einfach so ihre Grundrechte wegnehmen. Das ist ein faschistisches Staatsverständnis. Ja, das, was die auch nicht verstehen, ist, dass die Begriffe rechts und links ja eigentlich gar nicht so hergeleitet sind, wie sie sich das herleiten. Original bedeutet ja nichts anderes, als rechts und links, dass du auf der einen Seite die Royalisten hattest und auf der anderen Seite die Demokraten. Na, so, und wer befindet sich da überall in den Demokraten unserer heutigen Rechten und Linken, die wir als rechts und links bezeichnen? Na, das sind halt, Demokratie besteht halt nicht nur aus links. Demokratie besteht nun mal aus links und rechts und das sind zwei Seiten derselben Medaille. So, und ich sag immer wieder, der Diskurs ist das, was uns im Endeffekt nach vorne bringt. Den Mittelweg zwischen beiden zu finden, der jedem gut tut. Ne, und der nicht nur eine Seite bevorteilt. Weil das kann nicht funktionieren. Das ist genauso wie meine Grundaussage, rechts und links ist okay, das Extremistische und das Radikale ist das, was den Diskurs und die Politik im Prinzip zerstört. So pauschal würde ich das nicht mal sagen. Also was ist Extremismus? Es gibt ja für, oder radikal, also ist wahrscheinlich radikal zu sagen, ich bin dafür, dass der Kapitalismus abgeschafft wird. Sollte man Leute, die jetzt Kapitalismus abschaffen wollen, aus dem Diskurs ausschließen? Nein, man sollte mit ihnen sachlich diskutieren. Also ich beziehe mich bei dem Begriff auf Radikalismus und Extremismus dann eher so Richtung handfeste Tatsachen, wo dann Leute angegriffen werden, bloß weil du dem widersprichst. Weil du eine gegenteilige Meinung hast.
Ja. Ne, ja, so, solange sich das Ganze nur auf den Diskurs beschränkt, ne, und du trotzdem noch in der Lage bist, mit jemandem drüber zu reden, dann ist das alles kein Thema. Ne, das sind ja Methoden. Und das ist das Interessante. Also diese, was du gerade als Extremismus betitelst, wenn du jetzt so einen aufschaukelnden Diskurs hast und die Walkies wirklich es schaffen, andere Leute vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, von Stiftungen canceln zu lassen, also das ist ja ein Thema, da konnten Leitern und ich leider gar nicht mehr drauf eingehen, weil er das Gespräch beendet hat. Ich meine, die Amadeo-Antonio-Stiftung, die er ja für so wichtig für unsere Demokratie hält. Ja, dass Leute in die Nähe von Antisemitismus oder Rechtsradikalismus gedrückt werden, nur weil sie in der Friedensbewegung aktiv sind. Das ist ein wichtiger Dienst für unsere Demokratie. Frau Sarah Wagenknecht ist ja auch böse transfeindlich. Ja, das auch. Nein, aber diese Radikalisierung des Diskurses, wenn die Walkies das nicht mehr anerkennen, dann führt das über kurz oder lang dazu, dass andere politische Lager, wenn die Walkies wirklich es schaffen, mit diesen Methoden durchzukommen, das auch nicht mehr anerkennen. Also die Anerkennung demokratischer Standards beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn eine Seite sie nicht mehr anerkennt, dann wird die andere Seite das auf Dauer auch nicht mehr machen. Das ist richtig. Also deswegen, Extremismus ist immer etwas Relatives. Also es gibt ja dieses Toleranzparadoxon, was viele so interpretieren, ja, es gibt die Toleranten und es gibt die Intoleranten und wenn Demokratie bestehen soll, dann müssen die Toleranten einfach die Intoleranten unterdrücken. Also das macht ja keinen Sinn. Genau. Das ist dann diese Interpretation, die einem so von so Liberalen häufig entgegengeschleudert wird. Ja, es gibt ja Linksextreme und Rechtsextreme und wir sind in der Mitte und wenn wir einfach diese Extremen unterdrücken, dann war eine tolerante Demokratie. Nee, dann seid ihr auch intolerant. Also das ist ja ein Paradoxon. Das lässt sich nicht auflösen. Da lässt sich nur verhandeln, wie viel Toleranz geben wir dem anderen. Und meine Meinung ist das halt, dass wir einen Grundkonsens finden sollten, keine körperliche Gewalt, kein Ausschluss aus dem Diskurs, also nicht diffamieren als Antisemit, Transfeind, Rechtsradikaler, Reichsbürger, was da auch immer kommt. Also es wird ja immer absurder teilweise. Das ist halt das, was ich als den extrem oder radikalen Flügel bezeichne, halt diese Gewalt, ne? Sei es körperlich oder verbaler Natur. Ne, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als verbale Gewalt gegen dich, wenn sie dich als irgendwas Böses hinstellen, dich als Böses frame oder dich versuchen zu denunzieren, um dich halt diskursunfähig zu machen. Das ist für mich verbale Gewalt. Und die Menschen, die halt diese Art von verbaler Gewalt benutzen, sind für mich nicht besser als die Leute, physische Gewalt benutzen, wie zum Beispiel Lina E., die aufgrund ihrer Einstellung meint, anderen Leuten den Kopf mit einem Hammer einzuschlagen. Wie gesagt, die dann halt von Personen wie zum Beispiel eine Shorioka oder einen Dekadenz hochgelobt werden als Supermenschen, die für die linke Sachen kämpfen. Ja, genau. Dieses Grundproblem ist schon diese Moralisierung. Also dieses Rechtspopulist von Alter, das war ja kein sachliches Argument, sondern ich habe mal gefragt, was folgt daraus? Ja, gar nichts. Du bist einfach ein Rechtspopulist. Ja, da folgt daraus, dass ich moralisch abzulehnen sei, dass ich als Feind markiert werde. Also stell dich jetzt nicht dumm. Also das heißt, du bist böse, du bist ein Rechtspopulist. Also ist doch nichts anderes. Und das noch irgendwie so zweckzurationalisieren, das ist irgendwie absurd. Das Problem ist, wie gesagt, diese Moralisierung. Du sagst einfach, der Gegner ist moralisch böse. Der hat nicht andere Interessen, sondern der ist moralisch böse. Du könntest doch sagen, also über Interessen kannst du verhandeln, über Moral nicht. Wenn der andere die falsche Moral hat, dann muss er weg, über kurz oder lang. Ja. Deswegen.